Hi Leute, ist gerade eine recht interessante Situation hier. Wir wollten ja eigentlich an dem Lager arbeiten. Es ist nur so, jetzt gerade machen wir hier ein kleines Päuschen am Lagerfeuer. Es ist nur generell so, dass wir sind gerade alle ein bisschen unterschiedlich drauf. Ich zum Beispiel, ich empfinde total, ich bin total müde, ich bin total kaputt und ich bin irgendwie auch demotiviert. Am liebsten würde ich eigentlich jetzt alles liegen und stehen lassen und dann irgendwie den nächsten Bus nehmen und nach Hause fahren, ins warme Bett legen und eine fette Pizza bestellen oder sowas. Aber ich habe das jetzt, wir haben uns das vorgenommen und wir wollen das jetzt auch feste durchziehen. Und ich weiß nicht, was ich zurzeit schlimmer finde. Ich bin krass müde. Mir ist nicht kalt, weil wir hier am Lagerfeuer sind, aber ich bin einfach krass hungrig. Und ich habe seit gestern Morgen eigentlich nichts mehr Festes gegessen, Vernünftiges. Und das wird auch jetzt die nächsten 12 Stunden so weitergehen und das ist echt, das ist das Krasseste. Und Tobi, du kannst mir mal kurz sagen, was mit dir ist. Also ich weiß nicht warum, aber ich bin hier der Einzige, der eigentlich halbwegs motiviert ist. Obwohl ich muss sagen, ich habe nur eine halbe Stunde geschlafen, wenn überhaupt. Und ja, aber mir geht es eigentlich ganz gut, außer dass ich Hunger habe natürlich, was soll man sonst machen. Aber ja, ich finde, wir brauchen ein bisschen Beschäftigung, damit die beiden auch mal wieder auf Trab kommen und Spaß haben. Yay. Und André, wie siehst du das gerade so? Ich bin mittlerweile seit, was weiß ich, fast 48 Stunden. Nee, 48 Stunden ist so nicht. Ich bin schon ziemlich lange wach. Und, boah. Jetzt muss mehr als 48 Stunden rein. André ist fertig. Ich hab keine Ahnung. Ich bin kaputt und will mich hier überhaupt nicht mehr wegbewegen. Er will nur noch am Lagerfeuer sitzen. Ich kann das aber auch voll nachvollziehen. Aber ich glaube, Tobi und ich werden jetzt gleich trotzdem einfach mal an dem Lager ein bisschen arbeiten, weil das muss vorangehen, sonst können wir heute Nacht wieder nicht schlafen. Und wir sind zwar morgen weg und ich freue mich so mega darauf, wenn wir in das scheiß Restaurant gehen und da Essen bekommen. Aber ich, ohne Witz, die Zeit kommt mir nur so krass lang vor. Es ist gerade mal 9:30 und wir sind schon seit 4-5 Stunden wach. Irgendwie eigentlich die ganze Nacht sind wir wach und man hat so das Gefühl, es ist 3 Uhr nachmittags oder 4 Uhr, keine Ahnung. 18 Uhr. Oder 18 Uhr sogar. Und wir haben gerade mal 9:30 und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir mit der ganzen Zeit anfangen sollen. Es ist recht wichtig, dass man eigentlich nicht, vor allem von der Psyche her, dass man da vor allem motiviert bleibt, beziehungsweise dass man abgelenkt ist. Gerade von der Situation, dass man sich nicht zu lange damit beschäftigt, hey, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Also wir sind gerade, oder zumindest André und ich sind so in dem Tief und das sollte eigentlich gar nicht so sein. Vielleicht spielen wir gleich ein Spielchen oder so, das gucken wir mal, um ein bisschen Motivation einfach zu bekommen. Ansonsten, keine Ahnung, was sollte man in der Zeit so machen, wenn man echt in so einer Situation ist. Ich habe keine Ahnung, was man tun könnte. Aber wir sehen jetzt erstmal in einer Höchstgeschwindigkeit, wie immer, wie das Lager ein bisschen aufgeputscht wird und das sieht bestimmt auch cool aus. Also viel Spaß dabei. Ja Leute, jetzt haben wir hier ein bisschen das ganze Lager ein bisschen ausgebaut und das ist mittlerweile schon viel, viel besser. Wir machen jetzt gleich mal eine kleine Rumführung des Ganzen, was wir so verändert haben und warum das jetzt wahrscheinlich was wärmer sein wird als das alte Lager. Und außerdem wollen wir das generell mal zeigen. Jetzt gleich werden wir das noch kurz mit Moos ein bisschen auskleiden, da müsst ihr ja nicht unbedingt dabei sein, ist ja eh nur langweilig. Aber ich finde, das sieht mittlerweile schon ziemlich cool aus, oder? So Leute, also ja, wir haben jetzt hier noch ein bisschen ordentlich rumgebaut und zwar haben wir jetzt das alles schön abgemoost und wir haben oben, vielleicht kann man es sehen, auf dem Dach noch ein paar Tannenzweige mehr hingetan und hier vorne gibt es ja jetzt diesen Schutzwallen und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal gerade eine Roomtour, einfach quasi, um euch das Ganze mal so ein bisschen zu zeigen, wie das aussieht jetzt am zweiten Tag und mittlerweile hat es echt viel mehr Komfort und es ist echt auch, ja, ich würde sagen, es ist wirklich deutlich windgeschützter als vorher. Wir werden es allerdings erst morgen früh erfahren, wie durchgefroren wir dann sind. Ich zeige euch das mal. Ich übernehme jetzt einfach mal hier die Führung. Ihr könnt mich ja weiterhin hören. Da ist Tobi. Hey. So. Hier liegt vorne das, wir haben jetzt gerade nicht mehr viel, das Feuerholz.
Das sollte nah am Feuer liegen, damit es möglichst trocken wird und dann auch möglichst brennt. Hier ist also unser kleines Feuer und jetzt gerade wird es ein bisschen eklig und es fängt auch noch an zu regnen. Na super. Wir gehen aber mal gerade hier rum und ich zeige euch das mal. Also wie man sehen kann, hier haben wir das wirklich schön mit Moos abgedeckt, sodass das jetzt im Gesamten von hinten betrachtet, muss ich das auch noch gleichzeitig scharf stellen, so ziemlich genial aussieht. Also es sieht wirklich ziemlich gut aus. Auch von oben betrachtet sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wir gehen jetzt mal weiter hier rum. Hinten haben wir das auch nochmal stärker abgedeckt mit Moosen und so weiter. Und auch da sieht es jetzt gar nicht mal so verkehrt aus, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall meines Erachtens einbruchsicher gegen Wildschweine. Also ich bin mir relativ sicher, dass die nicht durch diese Wand durchrennen, ohne Grund jedenfalls. Und solange wir die nicht provozieren oder so, passiert da sowieso nichts. In der letzten Nacht haben wir aber sowieso nichts von Wildschweinen mitbekommen, von daher gut, gut. Ja, das Ganze wird übrigens ja von, wie man sehen kann, von zwei Bäumen gehalten. Was man hier oben sieht, das ist so, so Müll, den wir so im Laufe der Zeit hier gefunden haben. Und ja, der wurde zwischendurch auch relativ nützlich. Jetzt fängt es ungemütlich an zu regnen, das ist nicht gut. Aber das Feuer läuft mittlerweile wieder, alles klar. Und wir gehen mal kurz ins Innere. Ja, hier links ist einfach auch normal abgedeckt, wie auch das andere auch. Hier vorne gibt es eben diese Grenze. Da vorne ist noch eine Sitzbank und hier ist auch eine Sitzbank, die wir hatten. Und jetzt fängt es an zu regnen. Wir gehen einfach mal rein in die gute Stube. Ich hoffe, das passt jetzt von der Belichtung her, weil es hier tatsächlich relativ dunkel drin wird. So, jetzt muss ich kurz gucken, dass das auch halbwegs scharf ist. Ja, und durchkrabbeln. Wie man sehen kann, haben wir das Ganze sehr, sehr weich mit diesem Strohzeug, was wir mit trockenes Gras ausgelegt. So, jetzt drehe ich mich mal um. Und ja, jetzt sieht man halt hier und es ist an sich ziemlich, ziemlich chillig, wie man sehen kann. Ich würde sagen, es ist sogar ziemlich, ziemlich chillig, weil man kann hier eben hochgucken, da sieht man eben die Tannenzweige. Zugegebenermaßen, man hätte das immer noch besser abdichten können, aber wir haben das jetzt schon so gründlich wie möglich gemacht und das war auf jeden Fall vorher deutlich undichter. Und das sieht ja hier schon fast aus wie so ein Zaun, der hier rumsteht und vorne eben zum Lagerfeuer kann man hier eben liegen. Hier passen locker noch, weiß ich nicht, vier weitere Personen rein, fünf, sechs bestimmt sogar. Also wer Bock hat dabei zu sein, schreibt es doch in die Kommentare. Keine Ahnung, jetzt fängt es an zu regnen, also ich wünsche es euch nicht unbedingt. André hat nicht mehr wirklich Lust zu dem Ganzen und ich bin auch ehrlich gesagt am Ende. Am Ende mit meinen Kräften und am Ende mit allem. Mir krabbelt hier gerade ein Spinnen lang, fällt mir auf. Und jetzt fängt es richtig ekelhaft an zu regnen. Ich muss die Aufnahme jetzt mal ausmachen, weil die Kamera sonst nass wird. Obwohl hier durch relativ wenig durchkommt, fällt mir gerade auf. Aber dennoch müssen wir das mal ausmachen. Und es raucht hier rein. Oh Gott, ich krieg eine Rauchvergiftung. Bis dann und tschüss. Ja Leute, es ist jetzt ungefähr 13 Uhr und ich glaube, das ist so ziemlich der tiefste Tiefpunkt, den wir insgesamt haben. Ich weiß nicht, ob jetzt gleich Lust hat, jeder ein, zwei Worte zu sagen, wie es bisher verlaufen ist, weil jetzt auch ziemlich genau die Hälfte rum ist. Ja, hat sogar ein bisschen mehr, das ist relativ cool zu wissen. Insgesamt sind wir 48 Stunden im Wald, davon haben wir mittlerweile 26 geschafft und 22 noch vor uns. Was jetzt gerade war, es hat geregnet und das ist so demotivierend, wenn es regnet. Es regnet gerade immer noch ein bisschen und man ist einfach nass, das ist total ungemütlich. Darunter wird man auch teilweise nass, das ist nicht wirklich cool und erfreulich. Also, wir haben gerade das Feuer wieder ins Laufen gekriegt, das ist relativ gut. Das ist so gesehen dann doch ein bisschen aufputschend. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, bin ich erstens gerade ziemlich genervt, weil ich kann nicht mehr irgendwie. Ich habe keinen Schlaf mehr, ich habe Riesenhunger und irgendwie will ich nur nach Hause in mein warmes Bett. Aber ich vermute, das geht den meisten so, die das mal probiert haben. Vielleicht habt ihr da selbst irgendwie mal Erfahrungen gemacht. Und es ist so, dass, es ist ein bisschen so, dass es jetzt 1 Uhr ist. Wir sind heute total früh aufgestanden und wir haben alle das Gefühl, es wäre schon viel später, weil wir einfach schon so lange wach sind und wir wissen auch nicht mehr ganz, was wir machen sollen. Weil das Problem an der Sache ist, unser Feuer läuft, es muss immer einer hier bleiben, damit das Feuer anbleibt und auch wegen des Feuerschutzes, dass das nicht irgendwie ausbricht oder so, was da auch immer passieren kann.
Das ist relativ wichtig. Und die Sache ist halt die, dass wir hier ein festes Gebiet haben, wo wir uns aufhalten dürfen oder können. Und weiter sollten wir da nicht hinaus. Und deswegen sind gerade unsere Nahrungsquellen ziemlich eingeschränkt. Und das heißt, uns bleibt quasi jetzt gerade nichts anderes übrig, als auf die Nacht zu warten mit hungrigen Bäuchen hier vom Lagerfeuer. Weil wir haben das so weit wie möglich gut ausgerüstet und viel besser kann man das gar nicht machen, das Lager. Und es ist, ich muss ehrlich sagen, es ist gerade so ein bisschen, ich finde es gerade ziemlich demotivierend zu wissen, dass wir jetzt noch 8 Stunden hier sitzen und keine Ahnung haben, was wir machen sollen wirklich. Es ist irgendwie schade auch gleichzeitig. So Tobi, komm du doch mal zum Wort. Was sagst du zu dem Ganzen hier? Also ich bin ganz ehrlich, ich gehe das Ding hier immer noch motiviert an und ihr macht eigentlich, also okay, es regnet, es ist nass, das ist eklig, aber wir haben Feuer, wir haben Wärme, wir haben einen halbwegs in Ordnung mäßigen Schutz und ich finde persönlich, eigentlich uns geht es besser, als es irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie frei in der Natur wären oder so, also eigentlich können wir uns nicht so doll beschweren, weil ich finde, ja, uns geht es jetzt nicht so schlecht, natürlich wir sind demotiviert und so weiter und so fort, aber ich gehe da immer noch motiviert ran und die Sonne kommt sogar noch raus, hallo? Wir sind demotiviert, und, aber ich gehe da motiviert ran. Ja. Genau. Mhm. Ihr beide seid demotiviert. Willst du noch was sagen, Andrea? Am besten sagst du auch nochmal was. Ich kann da eigentlich nichts mehr hinzufügen, was du nicht gerade schon gesagt hast oder was ich vorhin gesagt habe. Wie fühlst du dich denn gerade? Kalt. Obwohl jetzt gerade geht's, jetzt wo die Sonne so scheint und wir hier im Feuer sitzen, da geht's sogar noch. Aber sonst, wenn man sich mal so ein Stück von hier wegbewegt und die Sonne sich wieder versteckt, ist es scheiße kalt. Ja. Es ist halt einfach so, dass sich wahrscheinlich die meisten da draußen gar nicht wirklich vorstellen können, wie krass und auch wirklich wie, boah, ich bin voll im Rauch, wie emotional das Ganze hier ist. Wirklich, man stellt sich dann vor, okay, man ist im Wald und klar, es ist kalt oder es ist durchaus feucht, nass. Und man hat nichts zu essen, das stellt man sich alles so einfach vor. Wenn man dann aber mal da ist und wenn man dann mal 24 Stunden ohne was richtig im Mund gehabt zu haben, hier sitzt und man ist total hungrig und man hat irgendwie nur dieses Feuer als einziges Mittel zur Wärmung. Es ist viel krasser, als man sich das am Anfang denkt. Es ist einfach, es ist eine totale Fehleinschätzung, würde ich sagen. Also ich habe das überlegt, ich hatte den André gefragt, ich hatte den Tobi gefragt, die haben sich das sicher auch nicht so vorgestellt und ich habe das auch nicht gedacht, dass es so krass schwer ist und ich werde es so in dieser Art wahrscheinlich auch nie wieder tun, weil es einfach so krass anstrengend auch ist und ich kann mir genauso gut vorstellen, das Gleiche nochmal zu machen, aber dass wir Essen mitbringen, dass wir Trinken mitbringen, vielleicht Marshmallows hier drüber oder grillen, ein Zelt mitbringen, Schlafsäcke, das ist alles was den Luxus ein bisschen erhöht, was quasi so Campen in der Wildbahn, ist ja auch eine coole Sache. Vielleicht lässt sich da sogar mal was machen nächstes Jahr oder so. Aber so in diese Richtung, ey, es ist ein Abenteuer und es ist auf jeden Fall irgendwie krass und man lernt dazu. Aber jetzt fängt es schon wieder an zu regnen, ey, ich könnte kotzen. Ja. Nee, also so bereuen tue ich es jetzt auch nicht, das gemacht zu haben. Es ist halt immer noch interessant. Und so der erste Tag, der war ja auch echt ganz cool, aber so am zweiten Tag wird es immer demotivierender eigentlich. Ja, ich vermute auch, dass wenn wir jetzt morgen noch... Ein Tag hätte echt gereicht. Eine Nacht hätte gereicht, wenn wir heute weggefahren wären um die gleiche Uhrzeit. Ich meine, wir haben gerade 1 Uhr. Wir könnten jetzt prima, gehen und ins Restaurant gehen, was wir morgen machen, weil wir sind fertig. Wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Jetzt ist eigentlich wirklich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist jetzt die restliche Zeit hier nur noch da, um uns irgendwie auf die Probe zu stellen und um das, was wir haben. Wir werden es wahrscheinlich nicht weiter ausbauen. Wir werden jetzt hier rumsitzen und es ist auf jeden Fall eine Sache, die man auch daraus lernen kann, wenn Leute von euch das irgendwie in irgendeiner Art ausprobieren, macht es einfach nur eine Nacht, es müssen nicht direkt 2 Nächte sein. Und ich glaube, eine dritte Nacht, das wäre, ich hatte am Anfang echt überlegt, 3 Nächte, also 4 Tage, das wäre so krank gewesen, weil das Problem nie überlebt schon, aber es ist auf die eine Art wahrscheinlich irgendwie langweilig, auf die andere Art gibt es hier nicht genug zu essen, es ist gefährlich. Wenn man nichts mehr hat, 48 Stunden ohne Essen, das geht jetzt noch, das halten wir alle aus. Und vielleicht, hey, gibt es heute Abend nochmal einen Brennnesseltee. Yay. Yay. Der nach nichts schmeckt. Da freue ich mich ja drauf. Cool. Aber man hat immer was überleben. Im Magen. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Sequenz, mal gucken, was dann kommt.